Hallo und willkommen, schön, dass du wieder da bist, schön, dass du dir Zeit nimmst für dein Stretching. In dieser Einheit geht es um unseren Rückenbereich und auch etwas um unseren Hüftbereich, aber vor allem wollen wir unsere Wirbelsäule mobilisieren, kräftigen, also die Muskulatur rund um die Wirbelsäule kräftigen und auch stretchen. Wir fangen gleich an im Sitzen, wir kreisen unseren Oberkörper, zieh ganz angenehme Kreise. Wir werden heute nicht auf Backbends intensiv eingehen, sondern eher auf das Stretchen der Muskulatur im Rücken. Das heißt, wir ziehen uns da in die Länge, schauen, dass wir wirklich die Rückenmuskulatur schön stretchen, die Wirbelsäule schön lang machen, nicht nur biegen. Das hilft dir vor allem in Pancakes, Vorwärtsbeugen und so weiter. Und das Ganze machen wir auch in die andere Richtung, Richtungswechsel. Und dann streck jetzt einen Arm neben deinem Ohr, neben deinem Kopf in die Höhe. Zieh zur Seite, zieh dich schön in die Länge, öffne deine Brust, deine Wirbelsäule ist ganz gerade und wir wechseln von Seite zu Seite. Und dann komm wieder zurück in die Mitte, streck beide Arme nach oben zur Decke und dann komm in einen Twisted Stretch hinein. Greife gerne dein Knie, ziehe nach hinten so weit wie du kannst, schau über deine Schulter. Bei der nächsten Einatmung kommst du wieder zur Mitte und machst das Ganze auf die andere Seite. Mach die Übung gerne in deinem eigenen Tempo und schau, dass du deine Wirbelsäule immer schön lang machst, öffne leicht die Brust. Und dann komm wieder zur Mitte, platziere gleich deine Hände auf deinem Hinterkopf, mach dich hier ganz rund und bei der nächsten Einatmung mach dich wieder lang, öffne deine Brust, komm in eine leichte Biegung im oberen Rückenbereich, nimm auch gerne deinen Kopf mit und bei der nächsten Ausatmung mach dich wieder rund. Schön lang machen, einatmen, Brust öffnen. Und bei der nächsten Ausatmung wieder rund machen. Mach die Übung auch hier gerne in deinem eigenen Tempo. Und dann komm wieder zur Mitte, streck gleich wieder deinen Arm neben deinem Ohr nach oben zur Decke, zieh deine Schulter schön tief und dann komm hier zur Seite, so weit wie es für dich möglich ist. Achtung, beide Sitzbeinhöcker bleiben auf der Matte und dann ziehst du deine Brust tief zu deinem Knie und wieder zurück zur Mitte. Einmal tief ziehen und wieder zurück.
Und dann wechseln wir zur anderen Seite. Wieder schön in die Streckung gehen, Brust leicht öffnen, Wirbelsäule ist ganz lang und dann ziehe hier deine Brust zum Knie und wieder zurück. Zum Knie und wieder zurück. Und weiter geht's in den Vierfüßlerstand. Wir kommen klassisch zu unseren Cat and Cows. Das heißt, komm hier leicht in eine Rückenbiegung hinein. Schau nach oben, atme tief ein und bei der Ausatmung mach einen Rundrücken, einen schönen Katzenbuckel. Drück dich aus den Schultern hinaus bei der nächsten Einatmung. Wieder in die Dehnung kommen. Also in eine leichte Biegung. Und ausatmen, wieder rund machen. Und dann kommen wir weiter zur Stärkung für unseren Rücken, aber auch Hüftbereich. Wir strecken jetzt den rechten Arm nach vorne, linkes Bein kommt nach hinten, ganz durchgestreckt, Arm und Bein, ja auch das Knie strecken. Und dann ziehst du hoch, einmal schön weit in die Höhe und wieder tief zur Mitte in die Ausgangsposition. Hoch, tief. Und dann leg jetzt dein Arm und Bein ab, Bein bleibt gestreckt und du öffnest mit dem anderen Arm, also mit dem linken Arm öffnest du hier seitlich, öffne deine Brust und zieh hier wieder schön in die Länge. Halte kurz. Und dann komm wieder langsam zurück zur Mitte. Wir wechseln zur anderen Seite, sprich linke Arm, rechtes Bein ganz durchstrecken, fest anspannen, zieh hoch und tief wieder in die Ausgangsposition. Und wir wechseln den Arm, rechter Arm zieht nach oben, öffne hier deine Brust, zieh hier schön in die seitliche Dehnung, halte kurz. Komm wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Öffne deine Knie etwas zur Seite. Du kannst gerne etwas außerhalb der Matte sein, musst aber nicht. Und dann setz dich hier mit deinem Bopsch zurück. Komm mit deinen Händen ein bisschen weiter nach vorne. Das heißt, zieh hier jetzt schon schön in die Länge. Deine Wirbelsäule ist ganz lang. Und dann ruh dich kurz aus, entspann dich. Und dann geht es gleich weiter. Komm in die Höhe, gib deine Knie wieder enger zusammen. Müssen aber nicht ganz zusammen sein. Und dann komm hier tief in eine Kobra hinein. Roll dich ab auf die Matte, das heißt leg dich auf die Matte. Und dann ziehen wir hier in die Höhe. Erste Cobra Roll hoch ohne Hände, wenn es geht, nur mit Kraft. Anschließend unterstützen dich die Hände, um in die Cobra zu gelangen. Schultern ziehen tief weg von den Ohren. Öffne deine Brust, atme. Und dann langsam wieder unter Spannung, Step by Step
abrollen. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Roll dich in die Höhe, zieh hoch aus eigener Kraft. Die Hände kommen später dazu und führen dich dann in die Cobra. Und dann wieder langsam, Step by Step, unter Spannung, langsam abrollen. Und einmal. Hallo, 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 schön, dass du gerade mit mir hier gestretched hast bei diesem kurzen 10 Minuten Flow. Das war übrigens der Anfang von der Stretching-Einheit Dehnung für den Rücken. Also wenn du die komplette Einheit machen möchtest, es dauert ca. 36 Minuten und noch viel, viel mehr, dann melde dich gleich mal unter www.caesars-stretching.at kostenlos an. Du kannst das Ganze wirklich eine Woche lang kostenlos testen. Uns gibt es jetzt auch als App. Das heißt, du kannst mit mir jetzt online stretchen, auch via App. Da hast du ganz, ganz viele Stretching-Pläne, kannst du auch selbst mit dem Video Stretching-Pläne zusammenstellen. Du hast auch viele kostenlose Challenges, du kannst dir ein eigenes Profil erstellen mit Erfolgsstories und so weiter. Schau unbedingt mal vorbei, die App ist übrigens auch kostenlos. Also es lohnt sich reinzuschauen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nochmal auf der Matte natürlich. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Stretching und natürlich viel Spaß.